21, 3, die erste. Netzangriff heißt der Film, der hier gedreht wird. Es geht um Cybermobbing und es geht um Clara, die in ihrer neuen Schule eine schreckliche Geschichte erlebt. Gleich am ersten Abend oder am zweiten geht sie dann direkt auf so eine Party und da verliert sie dann ihr Handy. Und auf diesem Handy waren halt Fotos von ihr drauf und Unterwäsche. Und jemand aus ihrer Klasse findet es und stellt diese Fotos halt dann ins Internet und öffnet so ein Fake-Profil von ihr. War das? Wer macht denn sowas? Das kann doch nicht wahr sein. Hey, wer macht denn sowas? Ich muss hier raus. Warte. Also ich spiele den Tim Mederling und der ist dann doch so der sensible Rückhalt von Claras doch recht wildem Charakter. Bitte! Kannst du mir mal sagen, was hier los ist? Ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil gerade alle so aktiv sind. Jeder hat irgendwie MSN und was und was es auch noch so alles gibt, SchülerVZ. Und ich glaube, gerade deswegen ist es ein wahnsinnig interessantes Thema, weil die denken halt, Internet ist ein rechtsfreier Raum und sie können machen, was sie wollen, ohne Eltern und so. Aber Krimi.de, Netzangriff, zeigt halt gerade, dass das nicht so ist. Seit die Fotos im Netz aufgetaucht sind, wird Clara von den Mitschülern verspottet und gehänselt. Ich habe auch eine Digicam zu Hause. Was ist denn gut? Was gefällt dir denn? Wow, du bist doch sonst nicht so verschlossen. Ja, genau, Clara. Mach mich in Ruhe, Mann! Das ist so der Ausbruch des Mobbings. Also. Genau. Und dann fangen Einzelne an, schon mal sie darauf so anzusprechen. Ich glaube, Cybermobbing fängt da an, wenn jemand persönlich wirklich sich angegriffen fühlt. Egal wie krass es ist. Sobald jemand sich angegriffen fühlt, ist es Mobbing. Ja, das ist halt ziemlich viel für sie, weil sie auch gerade auf die neue Schule kommt. Sie kennt niemanden. Sie weiß halt auch nicht genau, wem sie vertrauen kann. Sie nimmt es schon ziemlich mit. Alle Blicke sind auf Clara gerichtet. Und Clara würde am liebsten im Erdboden versinken. Sie weiß genau, alle haben die Bilder von ihr in Unterwäsche gesehen. Die Schauspieler Jette und Jeremy haben ähnliche Geschichten erlebt. Die sind alle gut ausgegangen, denn Jette und Jeremy sind bekannt und gefälschte Profilseiten haben da wenig Chancen. Ich denke, die Fans, die sich das vielleicht angucken oder so, meistens wissen sie ja, okay, das ist garantiert nicht Jeremy Mockridge, da gibt es ja 15 Profile oder so. Und Probe, bitte. Clara hat für sich einen guten Weg gefunden. Sie bekommt Hilfe von Freunden und vertraut sich ihren Eltern an. Denn wer gemobbt wird, sollte reden mit Freunden, Eltern oder Lehrern.